So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Maui and the Will of the Wisps. Ja, beim letzten Mal ist sehr viel Actionreiches passiert und wir haben unsere Hauptaufgabe bekommen, weil Kuro verletzt ist, müssen wir die Wisps, die Irrlichter zusammensammeln, um ja, die Landschaft zu retten und unseren Freund zu retten. Und dafür müssen wir 3 verschiedene Irrlichter sammeln und das werden wir machen. Und das ist jetzt scheinbar so der Hauptteil des Spiels. Ich möchte mich übrigens, ich weiß nicht, ich hoffe, der Day One, also wenn der Day One Patch das noch fixt, dann ist das Spiel perfekt. Aber es nervt mich schon sehr, weil in so einem Spiel gucke ich halt alle 2 Sekunden auf die Karte und jedes Mal, wenn ich auf die Karte gucke, habe ich erstmal 2 Sekunden Standbild und es versucht, sich irgendwie zurechtzufinden. Tatsächlich, ich habe nochmal in Ori 1 reingeguckt und ich muss sagen, die Karte ist Ori 1 übersichtlicher gewesen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber eigentlich ist es schon sehr deutlich hier. Also es ist nichts zu Schlimmes. Ah ja, das ist immer kurz lädt, nervt halt. Beim Metroidvania guckt man halt alle 2 Sekunden mal drauf, wenn man so gucken will, oh, habe ich etwas vergessen, wie zum Beispiel das da oben. Ja, wir haben, glaube ich, ein paar Erze, aber ich weiß nicht, ob es genügend sind, um irgendein Upgrade zu holen. Hey, Geist, ich habe das von deiner Freundin gehört. Es tut mir leid. Dieser Tage fallen so viele Dinge in sich zusammen. Ich hoffe, sie wird sich wieder erholen, wenn das zerborste Licht wieder eins ist. Wir Gorlek haben vor langer Zeit einen Splitter dieses Lichts in meiner alten Heimat im Fernosten verborgen. Unsere Türme ragten weit über die Hügel hinaus, bevor der Wind und der Sand sie in sich zusammenfallen ließ. Sieh dich vor, wenn du dorthin gehst. Es ist ein unwirtlicher Ort. Heimat der Urahne, neues Gerücht. Okay. Hast du Lust, mir beim Projekt zu helfen? Ja, genau, deswegen bin ich da. Wir haben 6 Erz. Und für 10 Erz können wir Gorlek-Magie machen. Die Moki haben recht, bauen ist nur die halbe Arbeit. Ohne ein wenig Dekoration ist nichts wirklich fertig. Okay, können wir also noch so Deko machen. Das ist ja nicht das Wichtigste. Wir können die Höhle unter dem Dorf reparieren. Oder Behausungen. Okay, dann machen wir erstmal die Höhle. Ich weiß nicht, beides klingt cool, aber fangen wir mit der Höhle an. Fantastisch, ich werde mich gleich darum kümmern. Rümpel, Rümpel. Ah, genau. Dem ist ja irgendwas reingefallen oder so, irgendwas Wichtiges. Ich weiß nicht mehr genau was. Aber da dem Moki hat irgendwas gefehlt und da müssen wir mal reingucken für den. Das kriegen wir hin. Die Höhle ist sicher und kann erkundet werden. Also zumindest der Eingang ist sicher. Sei vorsichtig da unten. Dankeschön, wie immer ein Vergnügen. Ja, gleichfalls. Okay, wo war denn der mit der Höhle? Ansonsten können wir auch noch gucken, ob wir hier die Sachen oben jetzt einsammeln können. Weil wir haben ja diese Pflanzen hier angepflanzt, mit denen wir uns rumschwingen können. Bist du hier, Höhlen-Dingi? Genau. Was brauchst du? Komisch gekommen und hat das für mich aufgemacht. Aber es war kein kleines Loch, es war eine ganze Höhle. Da unten wirst du Licht brauchen. Die Dunkelheit tut weh. Also sagst du mir jetzt, dass ich gar nicht rein kann, weil ich keine Lampe habe? Okay, da kann ich nicht hingehen. Das klang gefährlich. Ich habe auch noch keine Lichtfähigkeit. Ich kann höchstens meine Wache nehmen. Aber die macht auch kein Licht. Ist schon cool, so viele Fähigkeiten zu haben, aber ich weiß gar nicht, wann ich welche einsetzen soll. Vor lauter Fähigkeiten. Bist du neu? Hast du Angst vor Spinnen? Ich habe nie eine gesehen, aber wenn ich es täte, hätte ich große Angst. Ich habe gehört, in den Schimmelwaldtiefen gäbe es viele Spinnen. Es ist gut, dass sie von einem steinernen Wächter dort drin gehalten werden. Schimmelwaldtiefenwächter. Ich habe mich übrigens umentschieden. Ich habe ja gesagt, wir fangen links bei den Luma-Seen an. Allerdings möchte ich zuerst doch woanders hingehen, nämlich zu dem Berg mit dem Bär. Weil wir haben ja diesen Samen-NPC gesehen. Gut, dass ich ihn so nenne. Und haben wir die Feder? Ah, wir haben auch die Feder. Guck mal, das hatte ich schon gar nicht mehr im Kopf. So lange ist schon her. Ja, und ich weiß nicht, ob ich den hätte schon finden sollen oder... Weil der hat ja irgendwas von den Bergen erzählt, aber waren ja nie in den Bergen. Deswegen bin ich ziemlich unsicher, ob wir den eigentlich schon kennen dürfen oder nicht. Aber hey, gucken wir uns erstmal hier ein bisschen noch um. Weil... Na, guck mal. Da kommen wir zum Beispiel jetzt schon ran. Ich glaube, spätestens jetzt hatten wir ihn gefunden. Jetzt haben wir Gleiten und Dashen und alles und uns rumschleudern. Also sieht schon sehr gut aus. Hier oben ist doch auch bestimmt was. Ach, so komme ich da ran. Perfekt. 2000? Okay, vielleicht sollte ich doch irgendwas gleich kaufen gehen. Klingt ja nach einer Aufgabe. Hallo, Moki. Ich grüße dich, Geist. Nicht jeder kann wie die Mock der Mutige sein.
aber du kannst deinen Mut unter Beweis stellen. Er befindet sich tief in den Mitternachtshöhlen. Ein Schrein, der den Mut jener testet, die sich dorthin wagen. Ich würde selbst gehen, aber in meinem Mut besteht kein Zweifel. Schrein in Holes Bau. Okay, warte, waren die Mitternachtshöhlen nicht das unten links? Ah, da. Ja gut, da brauche ich aber erst das Stampfen. Na cool, dann weiß ich ja schon mal, was da unten ist. Das hier sind doch die Mitternachtshöhlen. Wovon redest du? Das gehört zum Tintenmoor. Naja. Er weiß halt selber die Karte nicht so genau. Nicht so genau wie ich. Oh, hallo? Übersprung. Schüsse mit dem Geisterbogen treffen auf Feinde in der... Junge, man kann so cool ein Bogenbild machen. Muss man halt nur die entsprechenden Dinge ausrüsten, aber dann ist ja der Bogen richtig gut. Und die Feder ist auch so cool. Einfach langsam fallen. So, gucken wir mal, was wir jetzt eigentlich hier so erkunden können noch. Hallo noch, Moki. Ich wollte noch gelegentlich. Einmal bin ich zu den Lumaseen gereist. Es ist sehr schön dort. Hinter dem Brunnenquell gibt es ein großes Rad mit einer tollen Aussicht. Wenn du von oben auf dem Rad aus nach Westen gehst, findest du die Lumaseen. Neues Gerücht. Ah ja, ich kriege ja also so über alle Orte, wo ich jetzt hin muss, Gerüchte und sonst was. Da oben ist noch ein Typ. Ja, zu dem würde ich jetzt hinkommen, standardmäßig schon. Dieser Zweig. Du musst ihn von hier wegbringen. Siehst du nicht? Er ist mehr Stein als Holz. Der Baum, zu dem er gehört, ist jenseits aller Hoffnung. Und er verbreitet sich schnell. Einmal habe ich die Hälfte meines Blumenbeets niedergebrannt, um den kriechenden Stein abzutöten. Nimm ihn, bevor auch das neue Leben hier verdorben wird. Überbringe Ki die schlechten Neuigkeiten. Okay. Also er wäre der NPC gewesen, der mir helfen sollte, den Baum zu retten. Aber er sagt nur, nein, da ist keine Hoffnung mehr. Ich wollte den Baum retten. Das ist ein Fähigkeitenbaum. Okay, dann überbringen wir mal kurz Ki die Neuigkeiten. Indem wir hier hingehen. In Quorlokstal. Dieses Spiel ist so cool. Wollte ich gerade mal spontan losschreien. Hallo Ki. Bei hellen Monden machte ich über zahllose Bäume. Hier. Und sah, wie sie wuchsen. Nun sind die Nächte dunkel und ich wache über nichts. Nur das hier ist noch übrig. Der einzige Samen meines letzten, ja, Baumes. Ich kann nicht zusehen, wie auch noch er dem Verfall zum Opfer fällt. Du bist zurückgekehrt. Nimm ihn als Dank für deine Hilfe. Auch wenn sie zu spät kam. Ein Samen? Ein Baumsamen. Der letzte Samen von Ki, der Baumwächterin. Oh, toll. Also wirst du einfach verdorren. Wir haben einen Beweis bekommen, dass wir die Eule später nochmal wiederbekommen zum Spielen. Irgendwo lagen nämlich Blätter, wo ich die Eule hatte, habe ich gesagt, ah, jetzt können wir Blätter wegmachen. Und, hier links waren, glaube ich, Blätter, die man wegmachen muss. Hier. Das heißt, wir kriegen garantiert nochmal die Eule irgendwann. Okay, ich bin gespannt. Ob man dann irgendwie so per Tastendruck von Q absteigen kann oder so? Gute Frage. Also ist ja schon mal eine gute Nachricht, dass Q nicht kaputt ist. Was ist denn da unten gewesen, dass ich da nicht weiter bin? Das ist auch ein Fragezeichen? Was heißt ein Fragezeichen? Irgendein Gerücht wahrscheinlich. Ja, wir gucken mal, ob wir überhaupt hier am Bär vorbeikommen gleich. Aber vorher nochmal kurz zum Dorf und den Samen anpflanzen. So, hier. Hallo. Hast du hier von zu Hause geträumt? Manchmal wache ich auf und denke, dass ich nie fortgegangen bin. Es war eine gemütliche kleine Hütte. Regale und Schränke voller Samen zum Einpflanzen. Ich versuche sie alle zu retten, als der Schneesturm kam. Ich hoffe, ich habe keine zurückgelassen. Ah, guck mal, dann können wir da hingucken und vielleicht finden wir bei seinem alten Haus nochmal Samen. Aber wir haben jetzt den letzten Samen von einem Geisterbaum. Ich erkenne diese Samen. Es scheint, dass der Baum, den ich nicht retten konnte, noch nicht endgültig verschwunden ist. Können wir hier einen Geisterbaum anpflanzen? Dann fangen wir an. Sehr richtig cool. Hat er dann auch die Fähigkeit? Ich weiß nicht, wie Geisterbäume funktionieren. Aber ja. Oh, ist ja ein Mini-Geisterbaum. Oh. Dann gibt mir ja bestimmt trotzdem die Fähigkeit. Oder muss der erst wachsen? Kann natürlich auch sein, dass der erst fertig ist, wenn ich alle Samen gepflanzt habe oder so. Obwohl ich mich mit Blumen besser auskenne, weiß ich, dass ein solcher Samen in der Tat sehr selten ist. Er stammt von einem uralten Baum, der schon ewig vor uns existierte. Und jetzt, da eingepflanzt wurde, wird dieser Baum noch lange Zeit bestehen. Okay. Fuleys Hütte, neues Gerücht. Ah ja. Tatsache. So viele Nebenaufgaben. Nur ist die Frage, wo ist der eingepflanzt? Ist immer ein bisschen schwer erkennbar, aber ich glaube, hier war es. Ja, Licht absorbieren. Oh, guck mal, der Baumwächter ist auch da. Ich hoffe, er ist nicht wütend, dass ich gerade
hier klaue. Ahnenlicht. Das Licht der Ahnengeister stärkt dich. Alle Angriffe verursachen jetzt nochmal 25% mehr Schaden. Das habe ich doch schon mal gehabt, oder bin ich doof? Ach, guck mal, hier links ist die Arbeit. Ich will das Dorf aufbauen. Was da rechts? Thulays Garten, Thulays Garten. Ach, das rechts, die Blätter sind Thulay auf. Samen, die man anpflanzen kann. Das ist ultra die coole Completion Map. Irrlicht gefunden, Stimme des Waldes. Ah ja, das sind die Irrlichter in der Mitte, die 5 Stück. Das rechts, die grün leuchtenden sind meine Lebenspunkte, die ich gefunden habe. Und links die Mana-Punkte. Ist ultra cool. Und oben halt die Questobjekte. Ach da. Genau, links oben sehe ich, glaube ich, meine Ahnenfähigkeiten. Da habe ich echt zweimal Ahnenfähigkeiten. Jetzt habe ich 50% mehr Schaden. Okay, nehme ich. Hallo, Ki. Meinesgleichen ging und meine Bäume fielen langsam, einer nach dem anderen, dem Verfall zum Opfer. Doch du bist zurückgekehrt und hast, ja, ein Zuhause gefunden. Ach, sicherer Boden für den letzten Samen. Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung auf neues Leben. Vielleicht wird aus dem letzten Samen der erste Baum. Okay. Und der ist einfach happy, dass jetzt hier ein Bäumchen wächst. Und das Bäumchen hat mir aber 25% mehr Damage gegeben. Ja, boy. Hallo. Meine Kunden flüstern über deine Freundin. Sie sagen, du versuchst sie zu retten. Ich hatte auch einst eine Freundin, weißt du? Doch jetzt habe ich nur noch meine glänzenden Splitter. Oh ja, bewundere deine Kraft. Und ich werde deinen Namen nicht vergessen, Ori. Okay, cool, nett. Was kannst du denn upgraden? Oh, guck mal, könnte ich mich zweimal an Gegner schwingen. Oder ich könnte mir 30% weniger Schaden holen. Okay, machen wir erstmal 30% weniger Schaden. Und 35% mehr verursachter Schaden. Jetzt hoffen wir aber die teuersten Sachen erstmal, die ich haben will. Dorn ist, klingt auch lustig, den Wurfhaken als nächstes. Und dann kaufen wir noch die anderen Dinger von ihm. Ach, guck mal, hier ist ein zerstörbarer Boden. Ja, stampfen erstmal finden. Habe ich tatsächlich noch nicht. Da ist noch eine Mana-Kugel, aber ich glaube, hier hoch komme ich noch nicht. Ja, ich habe ja versucht, überall hochzuklettern. Okay, dann gucken wir jetzt mal kurz zu dem Bär. Guck mal, mein Ranziehen macht einfach Schaden. Und ich kann halt ultra viel Weg sparen dadurch. Schon cool. Muss ich ja unbedingt als nächstes upgraden. Ich fühle mich allgemein so mobil. Ich werde den Fallschirm wahrscheinlich sogar die ganze Zeit vergessen. Kannst du dich da hochziehen? Danke. Ah, guck mal. Ein paar Punkte. Ach, das Wasser hier ist ja jetzt auch sauber. War ich hier schon im Wasser drin? Ja, ich glaube schon. So, hier nach da. Da ist der Bär. Aber ich habe, glaube ich, nichts, um den aufzuwecken. So gern ich auch da durch würde. Oh, mein Licht warnt mich sogar. Okay. Wir betreten nun das Reich des großen Bauren. So, schweres Wort. Morins, er liegt voraus und schläft, müde von dem langen Winter, den der Verfall ihm brachte. Doch die Erinnerung des Waldes hat den Frühling nicht vergessen. Vielleicht können wir auch Bauren daran erinnern, wenn wir ihn wecken können. Okay. In dem Murki sagte irgendwas mit einem großen Grashalm. Mein Schwert ist doch ein großes Grashalm. Hallo? Ich kann keine Tasten drücken. Ich kann nur meinen Wächter beschwören. Ich kann keine Fähigkeiten hier drin einsetzen. Nur dashen. Dann haben wir wohl ein Problem. Ah, das ist jetzt sogar auf der Karte drauf. Und da ist die Hütte von Thulay. Okay. Ja, dann würde ich sagen, da komme ich auch nicht unbedingt hin, ne? Muss ich ja da hochklettern können. Das kann ich nicht. Hier nach unten kann ich auch nicht, weil ich stampfen kann. Ach, das habe ich aufgebrochen, ne? Steinerner Wächter wacht über den Eingang der Schimmelwaldtiefen. In den Schimmelwald sollten wir reinkommen. Kann ich mich eigentlich dahin teleportieren? Es tut mir so leid. Ich kann mich immer zu denen teleportieren. Ich muss nicht von einem zum anderen. Oh, das Spiel ist so viel besser geworden. Dankeschön. Sagt es mir doch, dass ich mich einfach random von irgendwo teleportieren kann. Ihr werdet es wahrscheinlich schon in den Kommentaren geschrieben haben. Außer, dass ihr es noch ein Part kurz nach Release, dann habt ihr selber noch nicht so weit gespielt. Aber das ist eine sehr angenehme Info, dass man sich immer dahin teleportieren kann. Junge, ich bin so viel rumgelaufen. Okay, ich spiele nochmal 1 Million Punkte besser geworden. So, testen wir mal unsere Kampfstärke eigentlich, wenn ich gerade schon hier von Gegnern überrannt werde. Erstmal meinen Wächter beschwören. Okay, mein Wächter macht nicht viel Schaden. Wie viel Schaden mache ich? Ich bin gerade eher gleich tot, wenn es so weitergeht. Doch, ich mache selber viel Schaden. Ist gut.
Tausche ich den Bogen gegen Heilung? Bogen benutze ich eigentlich nicht. Und die Heilung hätte ich schon immer gerne parat. Und das Schwert halt auch. Ein bisschen kritisch. So, warum bin ich hier nicht lang gegangen? Ich glaube, hier war zu oder so. Wohin kletter ich hier gerade? Ich habe keine Ahnung. Ah, da oben ist ein Lebenspunkt. Okay. Den nehme ich. Perfekt. Dankeschön. Eine weitere Lebenszelle. Maximales Leben wurde erhöht. Das kleine Kampfding war jetzt nicht so stark, was ich beschwören konnte. Oh, ein roter. Hier. Da bin ich ja 10-mal so stark. Okay. Das leuchtende Ding ist nicht so cool tatsächlich. Und das ist sogar die upgradete, ne? Flattern? Stoß und weg. Ich kann den Windstoß selber! Woher soll ich denn das? Ach so. Braucht die Eule gar nicht. Oh. Ja, Rippeule. Muss ich später da oben nochmal gucken, was unter den Blättern war. Damit kann ich Gegner von mir wegschubsen. Okay. Dann nehmen wir mal das Feuer. Wenn es funktioniert, dann ist es ja cool. Himmelwaldtiefenwächter. Gerücht untersucht. Ja, aber der sieht irgendwie sehr versteinert aus. Oh. Hallo, Moki. Als die Dunkelheit kam, schickte Quarlock die Moki zu den Schimmelwaldtiefen. Doch das Tor war verschlossen. Jetzt hat Quarlock uns geschickt, es für dich zu öffnen. Denn im Inneren liegt ein verlorenes Licht. Ein Licht wie das deine. Kleines Licht. Einsames Licht. Okay. Es ist dunkel, aber vielleicht findest du es, wenn du hell genug strahlst. Also muss ich wieder mehr leuchten können. Ah. Ja. Zieh die Hebel runter. Öffnet mir den Weg in die Tiefen. Wir werden auf dich warten. Halt dich von der Dunkelheit fern. Sie zuckt. Sie ist bissig. Okay. Danke für die Warnung. Da oben ist was. Ja, diese Standbilder sind auch ultra komisch. Besonders wie lang die manchmal sind. Hallo? Ich würde gerne spielen können. Ah, danke. Das war ein langes Standbild. Okay, wohin gehen wir denn? Also hier oben ist das Zeug, aber ich komme nicht hoch, weil ich nicht hoch genug hüpfen kann. Kann mal ohne Springen hochgehen. Kann ich halt auch nur maximal einmal hüpfen. Hochziehen kann ich mich auch nirgends. Ist ja kein blaues Moos in der Nähe. Okay, und wohin geht's hier? Ein Upgrade? Spaltung. Schüsse mit deinem Bogen werden in kleinere Geschosse aufgespalten. Das klingt alles so cool. Aua. Was ist das hier für ein Ding? Keine Ahnung. Einfach weg davon. Fertig. Ich würde echt gern mal einfach kurz alles entrüsten und die ganzen Bogendinger gleichzeitig ausrüsten. Weil es lustig klingt. Ja, sind auch extra nebeneinander. Ach, guck mal, das kann man sogar noch hochskillen, die Spaltung, dass es mehr Schüsse werden. Ja, dann könnte ich Schaden noch erhöhen, ne? Es wären so die Bogendinger. Und dann müsste ich den Bogen natürlich noch wieder auf Y setzen. Das ist schon krass. Okay, Baller-Uri ist unterwegs. Ist cool, dass man sich in keinen Kampf... Ich weiß nicht, ob man noch Nahkampf in diesem Spiel spielen muss, wenn man... Ja gut, Nahkampf ist halt sehr viel einfacher zu skillen und alles. Wie viele... Käfer. Okay. Ja, den Gang hätte ich auch zugemacht mit den ekligen Käfern. Wäre keiner rein. Huch, wurde ich getroffen? Nein. Gut geflogen. Ach, trotzdem nerven die Gegner so hart mit ihren Schüssen. Okay, ich mache nicht so viel Schaden, wie erwartet. Ich muss schon sehr oft schießen. Und es geht super auf Mana. Okay. Warntest. Wir bleiben bei mehr Verteidigung. Peitsche und klebrig. Genau. Dem Zeug. Kämpfen wir lieber so. Als Mana kann man ja viel besser dann für so passive Sachen benutzen. Wie zum Beispiel sich zu heilen. Einen Bogen dabei zu haben, lohnt sich schon. Ja, dann lasse ich halt B heilen. Fertig. Ich will mir mal einreden, dass ich die anderen Sachen ausnutzen sollte, aber irgendwie... Weiß ja nicht.
Ja, guck mal, ich kann mich einfach... Huch. Kann mich den Gegner ranziehen und dann einfach reinprügeln. Und dabei sterben. Ah, dann drücke ich halt einmal heilen. Zack. Was bringt es mir? Ach, das ist so eine Stelle, wo ich klettern kann. Das war nicht gewollt. Egal. Machen wir es halt so. Ich habe unter Ori nochmal, unter Ori 1 nochmal Kommentare gelesen. Und fand es lustig, dass Leute es da cool fanden, dass ich alles gecheased habe irgendwie mit den Sprungmechaniken und alle Rätsel irgendwie geskippt habe. Also ein Kommentar, fand es cool. Das hat mich gefreut. Weil ich das auch immer ultra gerne mache. Auch wenn mir das gleichzeitig wehtut, weil irgendwie die Sachen cool designt sind. Wir sanken die Augen des Waldes in die blinde Nacht. Diese Wälder waren immer dunkel, aber der Verfall hat ihre Dunkelheit vertieft und gefährlich gemacht. Okay. Also muss ich ein bisschen Angst haben vor der Darkness. Was ist das? Ah. Licht. Licht, dem ich folgen sollte. Weil sonst krieg ich... komme ich hier nicht durch. Krieg bestimmt später auch ein eigenes Licht. Aber für den Anfang bist du ganz cool. Folgen wir dem mal. Und hoffen, dass wir ein eigenes Licht bekommen. Okay. Da wäre eine Abkürzung, aber die kann ich dann später holen. Gottes Willen. Ah, ist aber richtig cool. Ich muss tatsächlich sagen, so beim Schneiden und so... Also erstens, die Musik ist gerade super cool. Und beim Schneiden und so fällt mir schon auf, dass das Spiel sehr weit rausgezoomt ist, oder? Ist alles ein bisschen sehr klein beim Zusehen. Ich weiß nicht, wie sehr es jetzt beim Zusehen stört. Aber ich hoffe, es ist alles noch im Annehmbaren. So, da können wir uns einen Boden rausziehen. Da brauche ich zwei Stück. Leiter? Ja. Sind alles so tote Larven und sowas. Ih. Hallo? Leuchtegras? Ich muss mich wahrscheinlich einfach beeilen, ne? Ja. Dann ziehen wir das raus. Okay. Einfach von Licht zu Licht hüpfen. Wo ist hier Licht? Tatsächlich der Gegner. Ja, ihr merkt es gar nicht so sehr wie ich, aber mein Controller vibriert da so ultra und es macht... Die Geräusche machen ja auch sehr Zeitdruck. Also keine Ahnung, wie schnell ich sein muss, aber wie wäre es denn, wenn ich mich voll heile, bevor ich in so ein Gebiet gehe? Oh Gottes Willen, ja, das wurde schon sehr klein. So, von da nach da, von hier nach dort. Ich krieg hundertprozentig eine Lampe. So. Ich mag das hinziehen, aber ich mag es auch irgendwie gleichzeitig nicht, weil es sehr ätzend ist, fürs Vorankommen. Ey, was? Weil ich mich immer in die Gegner reinziehe und mir wehtue. Junge, Sätze sind so schwer. Okay, kann ich schön oben lang klettern? Hallo, hallo? Ja. Wo kann ich den rausziehen? Oh, oh. Bleib da. Warte. Ich komme da noch oben drauf. Ach, ich muss an die Wand. Komm nochmal her. So und so. So, und jetzt nochmal unter meinen Bein und... Ah, hab's hochgeschafft. Hallo Schleim, du darfst da leben. Weil dein Licht brauche ich. Da wollen wir dahin. Dann wollen wir die dumme Spinne kloppen. Die einfach in mich reinkrabbelt. Und dann wollen wir hier oben lang. Eins, zwei. Spooky Spinnengebiet. Sesam, öffne dich. Ja, zieh dich... Zieh dich an den Gegner ran. Danke. Ori, ey. Ich hasse diese Dinger. Ich mache jetzt immer so bei denen. Das Rückschleudern lohnt sich halt hundertmal mehr als in jeder Art normal gegen die zu kämpfen. Kann ich da... Okay. Muss von Anfang an auf der richtigen Seite sein, damit ich das alles so machen kann. Das ist eine super coole Idee mit den Wegen, die man sich rauszieht. Gefällt mir sehr, dass die so kurz draußen sind und dann gehen die wieder rein. Man muss halt so richtig springen. So, wieder rein. Zack. Aber wie stark wir sind.
Weg, 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 weg. Kann ich das Nest abschießen? Ja, kann man. Ich würde gerne das Nest abschießen, aber das Spiel sagt, jetzt schieß auf die Mücken. Okay, wir haben's. Ich sehe da unten irgendwas, was ich gut machen kann. Licht, was einfach nach unten durchscheint. Bin aber tatsächlich nicht sicher, ob ich da auch reinklettern kann. Scheinbar nicht. Können nochmal testen, indem ich da hinhüpfe. Ne, das ist fest. Okay, es war nur, damit Licht nach unten durchkommt. Da muss ich irgendwie an die rechte Seite von der Stange kommen. Ist ein bisschen schwer. Wenn ich von hier aus hüpfe... Oh, oder die Mücke hilft mir. So, erstmal den wegmachen und dann schießen wir das kaputt. So, jetzt haben wir da unten zwei Stellen. Ah, und dann können wir da unten durchgehen, wo es so dunkel ist. Ah. Ist immer schön, Rätsel zu lösen, wo man noch gar nicht weiß, dass ein Rätsel für existiert. Da war ein Stachel? Ja, habe ich natürlich gesehen. So, komische Spinne wegmachen. Ich brauche noch einfach die ganze Zeit. Nein, dich bekämpfe ich nicht mehr normal. Ja, frisst deine eigenen Schüsse. Es ist halt so viel einfacher, einfach einen Schuss von ihm in ihn reinzulocken. Nein. Ja. Ich glaube besonders, mein Damage-Upgrade zählt dafür auch. Weil früher habe ich die nicht gewonnen. So. Kann ich irgendwie... Ja, Schüsse. Geht ins Nest. Jawohl. Ja, dann schau mal den Schaden einfach an. Die Abnormal. Stirb. Ja? So sterben die nicht. So, du kannst nochmal schießen. Den benutze ich noch kurz, um da hochzukommen. Danach töte ich dich. Perfekt. Bam. Kackvieh. Voll negativ hier. Okay, theoretisch kann ich dahin. Aber es ist schon gruselig. Schauen wir mal. Nein, das ist nur Licht. Oha. Hilfe. So, dashen. Oh Gottes Willen. Ein Checkpoint. Mit einem sehr coolen Hintergrund. Hilfe? Will nicht mehr im Spider-Game sein. So. Ah, schön, dass wir einen Teleportpunkt haben. Ich hoffe so sehr, dass wir Licht bekommen. Alles andere wäre sehr ätzend. Ich will eigentlich ein anderes Upgrade als Licht. Ah, du fliegst jetzt hier unten rein. Naja, und wenn ich versaue, kann ich mich immer wieder hoch teleportieren. Warum habe ich dazu gemacht? Okay. Ein paar stachelige Käfer, die hier überall rumsitzen. Schlüsselsteine verwenden? Habe ich Schlüsselsteine? Nö. Aber Spinnen, die ich verprügeln kann. Ha! Zwei Schläge einfach für so eine Spinne. I am God. Hallo? Kannst du... Nein? Ja. Okay. Nächste Fliege aktiviert. Das da oben ignoriere ich mal. Ich wurde einfach so geprankt. Ah, dahin muss ich. Danke. Hilfe. Ich will einfach nur noch dem Ding folgen. So, und jetzt brauche ich das wieder, um zu der Tür zu kommen, ne? War die Tür doch links? Ja, hab's. Okay, jetzt muss ich nur ultra schnell weg. Aua. Instakill, okay. Behalte ich meine Zelle, die ich gesammelt habe? Nee, tue ich nicht mal. Okay. Jetzt einfach wieder zurück und die Tür öffnen, die scheinbar links war.
Ja, da ist er. 1, 2. Okay, weiter geht's. Musik, ey. Voll nice. Gehen wir erstmal den oberen Weg. Keine Ahnung. Einfach mal gucken, wo der hinführt. Aua. Alter, nicht so schnell. Ich bin doch kein D-Zug. So. Da hoch. Da lang. Mich wieder zurückgebracht, glaube ich, ne? Hier war ich schon. Einfach folgen. Ganz gemütlich mit meinem Blatt hinterher fliegen. Ist eigentlich voll chill. Vorhin voll anstrengend runtergeklettert und ich fliege hier aber jetzt gemütlich mit dem Blatt hinterher. So, die Tür ist jetzt offen und jetzt gehen wir unten lang. Dankeschön. Hallo. Ah, ich wollte ihn eigentlich besiegen. Na gut, dann nicht. Ah, eine Wand. Danke. Das Geld können wir mitnehmen. Dem seine Schlüssel können wir theoretisch zurück... Der ist schon in mir eigentlich, der Schlüssel, aber egal. Was wert? Was wert? Nein, was nicht wert? Warum krieg ich denn... Ach, ich dachte, ich schaff's nochmal rauszuspringen. Hallo. Da ist ein Mana-Kristall, den brauche ich nicht. Die Wand hier hoch? Ja. Oh. Oh Gottes Willen, Hilfe! Ich will nicht sterben. Okay, wir haben es gleich geschafft. Okay, hier ist so ein leuchtender Schrein, das ist schön. Was links davon können wir nicht gucken. Okay, den muss ich rausziehen, dann muss ich runterfallen. Nee, so geht es schon mal nicht. Dann... Wie komme ich da ran? Ja, so. Dann gehe ich mit dem hoch. Oh, tot. Okay, wo muss ich hin? Ich glaube schon, das Ding ist richtig. Ich muss nur schneller da runterfallen. Ja. Ja, guck mal, haben eine Stelle gefunden, wo ich hin kann. Hä? Aber ich kann ja nicht weiter. Oder kann ich mich an den schießen? So. Ah, ich kann mich an den schießen. Okay. Dann hier ins Licht, genau. Oh, hier ist heller. Hier ist sehr viel heller. Ja, schipp mir 1000 Mücken entgegen, ist mir egal. Ich mache hier easy weg. Dankeschön. Oh, einfach Licht. Wie schön ist das denn? Ja, wir haben es hochgeschafft. Cool. Und es bringt uns rein gar nichts. Okay. Irgendwie kommt es mir vor, als würden wir hier einen höheren Sprung bekommen auch noch. Wir sind so viele Stellen, die einfach zu hoch sind. Das Licht. Okay, dann will ich da nach rechts. Dann da oben das Licht. Yes. Da ist Dunkelheit und Verderben. Da ist ein Licht. Dann ist das nächste Licht zum Chillen. Und dann bin ich hier oben. Okay. Wohin gehen wir gerade? Ich kann entweder einen Käfer rausholen oder weiter nach oben gehen. Ah, hier ist Podest. Es ist so ein Rennding. War die Rennstatue nicht voll in der Nähe? Ja, machen wir das Rennen. Klar. Ah, startet man von da unten, ne? Ah, es ist ein Rennen nach oben. Dann warte ich mal noch. Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich eine Lampe bekomme oder nicht. So, du da, führ mich mal rum. Okay, du willst nach oben. Ja, okay, dann folge ich dir halt. Dieselbe Strecke rückwärts sollten wir ja hinbekommen, sagte Uri, der gerade aufs Maul bekam. Aber vielleicht können wir jetzt nach rechts gehen. Wenn der hier rechts rüberfliegt? Ja. Hat sich also gelohnt, dahin zu gehen. Achso, das ist der gewollte Weg. Ich habe keine Ahnung, was hier der gewollte Weg ist und nicht. Folge einfach nur Lichtern. Aber ein sehr cooles Gebiet. Ist denn immer so ein bisschen nervig, da hier so durchzuüberleben? Oh, Fähigkeit. Tja, und was diese Fähigkeit ist, sehen wir beim nächsten Mal. Tut mir leid für den gemeinen Cut, aber die Folge wäre sonst echt ultra lang geworden.
Und den Rest von dem Spinnengebiet sehen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bis dann, euer Zimpelmann. Tschüss.